So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, das nächste Lego Ninjago Serie 4 Booster Produkt. Und zwar ein Multipack. 5 Boostertütchen, eine limitierte Karte. In diesem Fall ist es die LE17 für 4,99 €. Passt. 1 Cent billiger wie die Boosterkosten und natürlich noch eine limitierte Karte dabei. Aber ihr wisst ja, man muss alle limitierten Karten haben, um sich die Sammelmappe richtig voll zu machen. Aber die limitierten Karten, die in den Blister, Multipacks, Tindosen drin sind oder sogar Filme, die steigen nicht so an Wert. Das dauert Jahre und Jahre, bevor die richtig was wertvoll sind. Sie sind zwar nach ein Jahr ein bisschen was hochwertiger, aber die limitierten Karten aus dem Magazin, ich kann es nicht oft genug sagen, die steigen natürlich viel schneller an Wert, sind auch das 3- bis 4- oder 5-fache wertvoller. Deswegen denkt immer daran. Achtet immer die Videos, die ich mache, wo ihr welche limitierte Karte findet, in welchem Magazin. Dann habt ihr auch wertvolle limitierte Karten. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir natürlich jetzt die Booster und ich zeige euch nochmal die goldene limitierte Karte LE17. Das ist sie. Sieht richtig cool aus, wie ich finde. Dann, ihr seht es. Ihr habt es gesehen. Warum geht das nicht bei allen Multipacks mit Tesafilm? Einfach lösen. Perfekt. Und das mag ich ja immer an diese Lego Multipacks. Sie sind mit Tesafilm befestigt. Aber jetzt schaut mal hier. Das sind jetzt 4 Boosterkartenmotive, die ich habe. Die ist ja doppelt. Legen sie mal weg und öffnen wir als letztes. Aber die Boosterkarten, die haben doch was. Wollen wir doch ganz ehrlich sein. Zwar nicht alle sind schick, aber es sind einige richtig cool dabei. Aber nichtsdestotrotz fangen wir sie jetzt an zu öffnen. Wie gesagt, das sind alles Booster-Packs aus einem Multipack. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt eine Ultra finde, eine Doppelt-Ultra. Ihr wisst ja, was ich meine. Oh, und hier. Jemand hat mir geschrieben, das ist eine Kristallkarte. Ja, im letzten Video, was ich gemacht habe, hat mir einer kommentiert und hat gesagt, das wäre eine Kristallkarte. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Aber dieser 3D-Effekt, der ist richtig cool. Lege ich meine Mitte hin. Dann natürlich die Standard-Booster-Karten. Die brauche ich natürlich, wie ihr, sehr viele zurzeit, weil die Sammelmappe muss ja voller werden. Jawohl. Ich habe eine Doppelkarte. Ihr seht es selber, da fehlt die zweite Hälfte. Richtig cool. Das ist die Nummer 35. Sieht richtig cool aus. Ich packe sie mal nach rechts. Könnte ja etwas wertvoller sein oder werden. Und wie gesagt, ihr schreibt mir auf jeden Fall alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber schon sammeln wollt und. All das könnt ihr und sollt ihr auf jeden Fall posten, schreiben, ganz wie ihr es sehen wollt. Aber das Wichtigste ist ja für mich, wie findet ihr die? Was haltet ihr davon? Also die Motive, das könnte sogenannte Ultra sein. Ich packe sie nach rechts. Dritte Boostertütchen. Oh, eine umgedrehte da drin. Da wollen wir noch mal sehen, was diese umgedrehte gleich ist. Entweder eine Fehlverpackung, aber das sehen wir ja gleich. Das sind ja, müssten eigentlich diese Puzzlekarten sein. Jawohl. Das ist ja wieder so ein Kartenmotiv, was ich nicht so mag, aber das sage ich ja jedes Mal. Aber jetzt kommt es drauf an. Ist das hier eine Fehlverpackung oder nicht? Wir drehen sie mal um. Und es ist, tada, Hammer. Guckt euch das mal an. Eine goldene Karte, auch eine doppelte. Die hat einen ganz anderen Effekt.
Die sieht ja richtig cool aus. Die gehört nach unten hin, die Doppelkarten. In Gold. Das ist ja richtig. Und dann noch dieser Kristalleffekt dabei. Hammercoole Karte gezogen. Und ich konnte sie euch präsentieren. Das ist die Nummer 146. Das ist ja mal eine außergewöhnliche Karte. Also es macht schon richtig Spaß, die Sammlung auf jeden Fall vollständig zu kriegen. Ist natürlich meine Meinung. Das ist ja richtig cool. In Gold. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt noch eine davon ziehe. Und eine umgedreht. Nein, es glitzert. Aber wie gesagt, ich brauche ja Karten über Karten, dass meine Sammelmappe voll wird. Hier, aber die beiden, die tue ich jetzt mal weg an der Seite, weil das ist, scheint wieder so eine Art Ultrakarte zu sein. Die zeige ich euch gleich hier nochmal. Und hier ist es nun, das fünfte und letzte Booster-Tütchen aus meinem ersten Multipack. Mit der limitierten Karte LE17, die ich gleich nochmal zeige. Aber ich hoffe natürlich, dass ich da jetzt noch... Bitte. Oh, fängt gleich mit einer Kristallkarte an. Ah, und hinten glitzert es auch. Und dazwischen, guckt euch das mal an, zwei Kristallkarten. Und eine doppelte... das ist ein schönes Booster-Tütchen. Das gefällt mir schon mal richtig cool. Das hat was. Auch eine Kristallkarte. Perfekt. Eine Puzzlekarte. Und dann wieder so eine doppelte, ich nenne es jetzt mal Ultrakarte. Ich gucke mal genau, wie sie heißen. Aber die haben so einen schönen Effekt. Und dann noch doppelt. Passt natürlich richtig cool. Aber hier, das ist eine richtig, auch eine Doppelkarte, aber in Gold. Richtig top. Und das alles war in meinem ersten Multipack. Wie gesagt, mit der limitierten Karte LE17. Und wo ihr natürlich so ein Multipack, Blister oder von der Lego Ninjago Serie 4 sicher bequem bestellen könnt. Ob es günstiger ist zurzeit, müsst ihr selber mal schauen. Verlinke ich natürlich unter dem Video. Aber das wisst ihr ja. Und jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr von der Serie? Wie findet ihr sie? Und wie findet ihr auf jeden Fall die doppelten Golden? Die haben auf jeden Fall was. Aber jetzt werde ich es erstmal wieder einsortieren. Sofort zu meinem Zeitschriftendealer und mir was Neues besorgen. Von Lego Ninjago Serie 4. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.